The coronavirus has become a distinct feature of our everyday lives for quite some months now. While some countries are still facing setbacks when it comes to lifting the restrictions, some European nations are settling down to public life as normality for them returns. Here in Germany, children are going back to school, hairdressers, museums, and local businesses are reopening. We're on our way to meet one of those business owners to tell us whether things for them are slower and less dynamic than before the restrictions. Mein Name ist Fabrizio und ich führe das Restaurant Toulou in Berlin. Also wir machen erst am Montag auf statt am Freitag, weil wir uns überlegt haben, dass es dann doch etwas schnell ging. Wir müssen uns nach der langen Zeit vorbereiten. Und da wir sehr viel mit Büros hier in der Umgebung arbeiten und ist also Mittagsgeschäft, denken wir, Montag ist der gute Start, Montagmittag. Ja, das kann ich ganz sehr einfach beantworten. Es wird insofern anders sein, weil wir natürlich unter den Restriktionen arbeiten müssen, die es weiterhin gibt. Also die ganzen Hygienemaßnahmen, die gelten und die sind recht streng. Was einerseits die Atmosphäre im Restaurant sehr beeinträchtigt, also Masken, Abstände, also keine Nähe zum Publikum, das verunsichert noch mehr, würde ich sagen, am Anfang sicherlich. Und zum anderen ist, weil wir ein kleiner Laden sind, diese Beschränkung der Tische und die Anzahl der Gäste, die wir haben können, ist für uns auch sehr kritisch. Es ist an einem kritischen Punkt, ob wir überhaupt so tragfähig sind. Also ich muss hier meine Sitzplätze halbieren im Inneren. Also es wird sicherlich so sein, dass ab Montag unsere Gäste sich auf natürlich ein paar Hygienemaßnahmen einrichten, die wir verpflichtet sind einzuhalten, wie zum Beispiel die Abstände, und wir müssen extra natürlich reinigen. Es wird überhaupt keinen Kontakt zu den Gästen geben. Wir müssen unsere Tische halbieren. Wir werden mit den Schutzmasken arbeiten müssen, was natürlich ein bisschen auch die Atmosphäre stört, was mich so ein bisschen Sorge macht, dass die Atmosphäre insgesamt ein bisschen leidet. Aber ich hoffe, dass sie sich daran gewöhnen werden, so wie wir auch. As the previous business owner explained that the atmosphere will not be the same, the next two owners share with us the impact of the pandemic, but also the measures they'll take going back to business. My name is Stanislav. I'm the owner and managing director of Gentle Gin, and we are at the Hackescher Markt in Berlin. If we deal with customers, like clientes and restaurants or bars, we do have to have masks. We have to keep the distance. We leave the bags on the floor, they pick them up with the gin. So no contact. I have four other people working for me, and two of those are on break at the moment because of the consequences of Corona. My income will be halved, I believe so, because there's a lack of tourists and the tourists bring the demand, and as long as there's no flights and no tourists, in my opinion, it will take a long time for my income to be back to normal. Ich heiße Jaffa, ich besitze eine Pizzeria in Berlin. Jetzt machen wir wieder Freitag wieder auf. Dann sind die ganze Vor, was wir jetzt alles machen müssen, zum Beispiel Maske müssen wir tragen, Handschuhe müssen wir tragen, Desinfektionsmittel müssen wir da haben für jede Gast, Tischdecke müssen komplett, der Tisch muss komplett blank sein, alles leer, kein Salz, nichts auf dem Tisch. Schwierigkeiten ist, dass ich jetzt mein ganzes Personal erstmal als Kurzarbeit nach Hause schicke, weil es jetzt nicht funktioniert, weil da dürfen keine Gäste mehr rein. Ich arbeite nur mit einem. Es wird lange dauern, bis wir diese Einnahme haben, was wir vor dieser Corona hatten.